Willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Fenster Steigung 1. In diesem Video wirst du lernen, wie man die Steigung einer Geraden ablesen kann. Davor werden wir uns noch anschauen, was wir überhaupt genau meinen, wenn wir in der Mathematik über die Steigung einer Geraden sprechen. Hier sehen wir nun ein Koordinatensystem und in diesem Koordinatensystem sind drei Geraden eingezeichnet. Die gelbe Gerade G1, die grüne Gerade G2 und die violette Gerade G3. All diese drei Geraden haben eines gemeinsam. Sie gehen nämlich alle drei durch den Ursprung, also durch den Punkt 0, 0 im Koordinatensystem. Nun gut, worin unterscheiden sich diese drei Geraden nun? Das kann man mit dem freien Auge recht schnell erkennen. Diese drei Geraden haben alle eine unterschiedliche Steigung. Wenn wir nämlich zum Beispiel die gelbe Gerade G1 von links nach rechts verfolgen, dann nehmen die y-Werte ständig zu. Das heißt, die geht von links nach rechts nach oben. Bei der grünen Gerade ist das auch, also bei der Gerade G2 ist das auch so. Die Werte steigen von links nach rechts auch an, also die Gerade geht nach aufwärts nach oben. Aber scheinbar steigen die Werte schneller an als bei der Geraden G1. Das heißt, wir können davon sprechen, dass die Gerade G2 eine größere Steigung als die Gerade G1 hat. Bei der Geraden G3 sehen wir, dass die Werte, also die y-Werte, von links nach rechts abfallen. Also die Gerade geht nach unten. Man spricht hier dann auch von einer negativen Steigung. Fassen wir das nochmal kurz zusammen. In Österreich verwenden wir für die Steigung ganz gern den Buchstaben K. Das heißt, wenn wir über die Steigung reden, schreiben wir K und jetzt sprechen wir über die Steigung der gelben Gerade. Also nennen wir das hier einfach K klein 1, damit klar ist, dass wir über die Steigung der Gerade G1 sprechen. Wie wir bereits erwähnt haben, sehen wir, dass die Werte hier, also die y-Werte, von links nach rechts zunehmen. Das heißt, wir wissen, die Gerade G1 hat eine positive Steigung und wir können hier sofort hinschreiben, K1 ist auf jeden Fall größer als 0, weil die y-Werte von links nach rechts zunehmen, also die Gerade ansteigt. Bei der Gerade G2 ist das genau derselbe Fall. Das heißt, wir können hinschreiben, die Steigung der Gerade K2, also die Steigung der Gerade G2, also K2, ist ebenfalls größer als 0. Und dann weiters können wir noch angeben, dass ja K2 größer sein muss als K1, weil die Werte hier steiler ansteigen. Das heißt, wir können schreiben, K2 ist größer als K1. Wenn wir nun über die Steigung der Gerade G3 sprechen, dann sehen wir, dass die Werte, also die y-Werte von links nach rechts abfallen. Das heißt, die Gerade G3 hat eine negative Steigung und wir können hinschreiben, K3 ist kleiner als 0. Das hilft uns schon ganz gut, mal allgemein über die Steigung von diesen Geraden zu sprechen, aber das genügt uns noch nicht. Wir wollen ganz konkrete Werte finden. Also wir wollen mit einem konkreten Wert bestimmen können, wie groß ist die Steigung von G1 jetzt wirklich. Und nun wollen wir den exakten Wert der Steigungen bestimmen. Beginnen wir mit der Gerade G1. Die Steigung ist grundsätzlich definiert als das Verhältnis einer y-Änderung zum Verhältnis einer x-Änderung. Das heißt, wenn wir die Gerade G1 betrachten, dann, also wir sehen hier, die geht auf jeden Fall durch den Punkt 0, 0, durch den Ursprung, und dann suchen wir einen weiteren Punkt, den wir schön ablesen können. Zum Beispiel hier den Punkt 2, 1, also wo die x-Koordinate 2 ist und die y-Koordinate 1. Und dann betrachten wir die Änderung. Also dieses Delta steht für Differenz oder man könnte auch sagen für eine Änderung. Also wir betrachten die Änderung zwischen den Koordinaten. Die x-Koordinate
ändert sich um 2. Das heißt, wir haben ein Delta x von 2, weil wir hier von 0, 0 auf 2, 1 gehen. Und die y-Koordinate ändert sich von 0 auf 1. Das heißt, wir haben ein Delta y von 1. Das heißt, die Steigung unserer Geraden g1 ist 1/2 oder 0,5. Was meint dieser Wert denn nun jetzt genau? Die Steigung k einer Geraden verrät uns, um wie viel sich der y-Wert verändert, wenn sich der x-Wert genau um 1 verändert. Überprüfen wir diese Aussage. Wir sind hier beim x-Wert, also bei der x-Koordinate 0, und ändern die x-Koordinate jetzt um 1. Das heißt, wir gehen sozusagen einen Schritt nach rechts. Um wie viel hat sich dann der y-Wert verändert? Genau um 1/2. Das ist, die Steigung verrät uns die Änderung der y-Koordinate, wenn sich die x-Koordinate um genau 1 verändert. Versuchen wir nun selbstständig die Steigung für die Geraden g2 und g3 zu berechnen und pausiere dazu das Video. Gut, also berechnen wir nun die Steigung der Gerade g2, also nennen wir die k2. Ich hätte hier oben die Steigung eigentlich k1 benennen sollen, weil das die Steigung für die Gerade g1 war. Ups. K2, wir haben hier wieder das Verhältnis einer y-Änderung zur x-Änderung. Wir wählen wieder Punkte, die wir gut ablesen können. Hier 0, 0 und dann den Punkt 1, 2. Das heißt, wir gehen hier, wir haben eine Änderung von 1 auf der x-Koordinate und eine Änderung von 2 bei der y-Koordinate. Das heißt, wir haben 2 durch 1, also ist die Steigung 2. Wieder dasselbe. Das bedeutet, wenn wir unsere x-Koordinate um 1 ändern, sprich einen Schritt nach rechts gehen, dann ändert sich unsere y-Koordinate um 2, sprich wir gehen 2 Schritte nach oben. Also einen Schritt nach rechts, 2 Schritte nach oben. Genau das gibt der Wert der Steigung an. Und wenn du dich zurückerinnerst, vorher haben wir gerade gesagt, die Steigung k2 muss größer sein als die Steigung k1, weil ja die Gerade g2 hier viel steiler nach oben geht. Und da sehen wir auch auf den Werten. K2 ist nämlich 2 und k1 ist 0,5, also ist k2 um einiges größer. Berechnen wir nun die Steigung für die Gerade g3, also k3. Wir haben hier wieder eine y-Änderung im Verhältnis zu einer x-Änderung. Suchen wir uns Punkte, die wir gut ablesen können. Wir wählen wieder den Punkt 0, 0 und dann hier haben wir den Punkt 1, minus 1. Das heißt, unsere x-Änderung ist genau 1 und unsere y-Änderung ist minus 1. Wir gehen ja hier von 0 um minus 1 nach unten. Das heißt, unsere Steigung ist minus 1. Und das haben wir vorhin auch schon mit dem freien Auge erkannt. Wir haben gewusst, die Steigung der Gerade g3 muss negativ sein. Und jetzt wissen wir auch den konkreten Wert. Die Steigung der Gerade g3 ist minus 1. Sprich, wenn wir unsere x-Koordinate um 1 verändern, das ist ein Schritt nach rechts gehen, dann ändert sich unsere y-Koordinate um minus 1, das heißt ein Schritt nach unten. Genau das passiert hier bei der Gerade g3.